Hi Leute, in diesem Video geht es um den Sample Builder, mit dem ihr eigene Samples bearbeiten und dann in den Wavestate laden könnt. Das Ergebnis ist ein Multisample, das ihr dann zum Erzeugen von Wavesequenzen verwenden könnt. Ich habe hier den Ordner mit meinen Samples, das sind WAV-Files. Und ihr seht, sie sind auch benannt mit den jeweiligen Root Keys, ne, den Originaltönen, in denen die gesampelt wurden. Ziehe ich mir jetzt auf die Tastatur und ihr seht, dass der Sample Builder schon automatisch die Key Zones, also diese Keyboard Zonen anlegt. Und jetzt lass uns doch noch mal eben checken, ob das übereinstimmt mit meinen Originaltönen auch. Ne, das erste Sample ist G1, Original Key G1, das stimmt alles. Bass 1, das muss dann Ass 1 sein. D2 stimmt auch soweit. F2 stimmt auch. Bass 2 muss dann hier auch wieder, B2 muss dann wieder AS2 sein. D3 stimmt. Und das letzte ist G3, das stimmt auch soweit. Super, das stimmt auch alles. Ihr seht, ich habe hier schon den Namen eingefügt, den Autor, das kann man alles dann auch eingeben, die Kategorie Plug. Und jetzt kann ich das Ganze an meinen Wavestate schicken. So, jetzt gehe ich in den Editor. Gehe jetzt hier auf Single Multisamples, da es ja keine Wave-Sequenz ist, die sich dauernd wiederholt. Und suche jetzt hier den Sound Elements, wähle den aus und ihr seht, schon ist der Sound da. Was auch möglich ist, ich kann mir hier einen Sound reinziehen und die Loop-Funktion benutzen. Dazu deaktiviere ich diesen One-Shot-Button, weil er soll ja eben dauernd geloopt werden. Verändere den Loop-Start und dann kann ich hier auch den... Das ist mein Sound. Mit Startpunkt kann ich natürlich jetzt den Startpunkt meines Sounds verändern. Ich möchte ja, dass er anfängt, wenn ich die Taste anschlage. Und genau, kann jetzt mit dem Loop-Startpunkt den Start verändern und mit dem Endpunkt, seht ihr, der kommt hier rein gefadet, definiere ich den Endpunkt des Loops. Und ihr hört, jetzt ist der Loop schon aktiv und ich kann jetzt den Sound wie ein Pad spielen. Mit dem Sample Builder kann ich sehr, sehr viele Sounds realisieren, da jetzt einfach alles möglich ist. Ich kann meine Synths upsamplen, ich kann Gitarren aufnehmen, kann mir daraus sehr komplexe Rippen basteln. Der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Das war's von mir für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns sehr, sehr bald.